Am Mittwoch hat die burmesische Regierung beschlossen, den Namen, den Terminus Rohingya nicht mehr für diese muslimische Bevölkerungsgruppe in Myanmar, in Burma, zu verwenden. Welche Folgen hat das? Ja, es hat katastrophale Folgen, weil sie ist nicht dabei stehen geblieben und hat gesagt, wir selber dürfen es nicht verwenden, wir als Regierung Burmas, sondern sie hat gleichzeitig auch der internationalen Staatengemeinschaft gesagt, diesen Begriff wollen wir nicht mehr hören, der soll hier nicht mehr fallen. Das hat sie sowohl an die Vereinten Nationen gerichtet, als auch an viele andere Staaten, wie zum Beispiel an die Europäische Union. Das hat natürlich gravierende Folgen, weil es ist eines der größten Probleme des Landes momentan. Wenn man nicht mehr über das Problem redet, ist es trotzdem nicht aus der Welt. Und wie haben auswärtige Staaten darauf reagiert? Nun, die USA sind nicht bereit, dem zu folgen. Sie haben klipp und klar schon vor Wochen gesagt, wir bleiben dabei, selbst wenn das Myanmar nicht gefällt. Wir reden weiter von Rohingya. Die Europäische Union hingegen hat gekuscht und hat zugestanden, dass sie diesen Begriff jetzt nicht mehr verwenden wird, bis auf Weiteres. Das ist in unserer Meinung eine vollkommen falsche Reaktion, weil es erstmal nichts zur Lösung des Problems beiträgt, sondern das Problem muss man offen bereden, dazu muss man es auch offen benennen. Es geht um die Würde dieser Menschen, es geht um die Würde von mehr als 1 Million Rohingya. Die haben ein Recht darauf, auch unter ihrem Namen bezeichnet zu werden in der Öffentlichkeit und von der internationalen Staatengemeinschaft. Und sich das Recht einfach nehmen zu lassen von der Regierung Burmas ist einfach vollkommen unangemessen und wir können es nicht nachvollziehen, dass die Europäische Union dazu bereit war. Es gibt keinen Grund, aus Staatsräson Apartheid zu decken. Apartheid ist ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit und das muss deutlich angesprochen werden von der internationalen Staatengemeinschaft. Und es bringt da gar nichts, wenn man sozusagen um den heißen Brei herumredet und sich dann auf solche Pyrrhus-Lösungen einlässt, wie sie Burma vorschlägt, dass man nämlich jetzt von Menschen sprechen soll, die den Islam lieben. Das ist ehrlich gesagt Schwachsinn, weil nicht jeder Rohingya liebt den Islam. Und vor allen Dingen gibt es in Burma sehr viele Muslime, die zum Teil auch offiziell als Staatsbürger anerkannt sind, die nicht Rohingya sind. Also wo bleiben die denn? Also das trifft absolut nicht den Kern des Problems. Das ist nämlich, die Rohingya endlich wollen, dass sie als ethnische Gruppe auch anerkannt werden. Wenn Burma dazu nicht bereit ist, dann soll es das offen sagen. Aber die internationale Staatengemeinschaft darf sich einfach auf dieses Spiel nicht einlassen. Weil man immer bedenken muss, dass wenn man die ethnische Identität als Rohingya mit der religiösen Identität als Muslim verwechselt oder vermengt, dann schafft das eine ganz, ganz gefährliche Stimmung und eine gefährliche Situation, weil in Südostasien es eben viele religiöse Probleme gibt und man sollte nicht da ein weiteres zufügen. Welche Rolle spielt in dieser ganzen Sache Aung San Suu Kyi? Aung San Suu Kyi ist eine der treibenden Kräfte hinter dieser Bewegung. Aus einem falsch verstandenen Gefühl heraus, den Konflikt beruhigen zu wollen, nicht noch diesen Konflikt auch am Hacken zu haben. Sie wollte einfach Ruhe haben, was die Rohingya-Frage angeht. Nur die Rohingya-Frage ist eines der größten Menschenrechtsprobleme des Landes und dem muss sie sich als Regierungschefin, als Außenministerin und ansonsten starke Frau des Landes, die beansprucht, alle Probleme dieses Landes lösen zu wollen, dann auch letztlich stellen. Die SPD hat 2014 Aung San Suu Kyi den Willy-Brandt-Preis verliehen. Sollte sie diesen Preis jetzt zurückfordern bzw. zurücknehmen? Willy Brandt stand für eine Politik und steht bis heute für eine Politik der Völkerverständigung. Er hat sich sehr um Aussöhnung bemüht. Ein Thema, was brandaktuell auch für Burma ist. Nur Aung San Suu Kyi tut nichts in Sachen Aussöhnung. Ganz im Gegenteil, sie schüttet neues Öl in die Wogen hinein. Das ist total problematisch. Sie ist heute einfach keine würdige Trägerin dieses Willy-Brandt-Preises. Willy Brandt würde sich im Grabe herumdrehen, wenn er mitbekommen würde, was sie für eine Politik betreibt. Daher haben wir heute die SPD-Führung, den Parteivorstand aufgefordert, sich an Aung San Suu Kyi zu wenden und um die Rückgabe des Preises zu bitten.